Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Division. Wie ihr seht, tanze ich dämlich rum mit ihm. Und wer sich denkt, ja, den kenne ich doch, ist auch so. Das ist wieder derselbe wie die letzten paar Male. In dem Komplex scheint es zu brennen. Wir müssen die Wohnung des Verdächtigen durchsuchen, solange es noch geht. Des Verdächtigen? Sehr lustig. Und schon ich kenne den Typen. So, ihr seht. Oh. Okay, die sind scheinen jetzt ruhig zu sein. Wie ihr seht, ich habe eine neue Waffe und die Gegner sind alle lila. Das liegt daran, dass ich auf den Schwierigkeitsgrad schwer spiele. Und glaubt mir, Schwierigkeitsgrad ist hart, aber nicht so hart wie herausfordernd. Das ist noch eine Zusatzmission. Und ihr seht bereits, ich habe jetzt zwei lilane Waffen und eine Hauptwaffe ist High End, das heißt das höchste, das ist noch stärker, das ist sowas wie legendär. Und ich mache jetzt richtig gut Schaden. Aber er hat sogar noch bessere Waffen als ich. Und ja, wir sind jetzt richtig badass unterwegs. Ah, da hinten ist auch noch ein weiterer Spieler beigetreten. Und ihr seht, wir haben Zwischensequenzen. Geil, oder? Wo geht der denn hin? Kommt zurück! Ich will nicht allein sein. Aber ihr seht, die Waffe ist High End. Ich kann uns auch mal zeigen. Gott sei Dank. Ich würde gerne mal mit einem dieser Cleaners reden. Teils um rauszufinden, wie sie ticken. Und teils um ihn ganz langsam zu erwürgen, während er es mir sagt. Explosion, das ist für gewöhnlich nichts Gutes. Da eine schöne Granate hin. Explosionen. Oh, ich habe den Flammenwerfer-Typ vergessen. Lass mich in Ruhe. Brandgranate. Oh, das ist jetzt schlecht. Muss mich selbst heilen. Oh, meine Spezialfähigkeit ist gar nicht aktiv, sehe ich gerade. Oh, Medikit, schnell. Will nicht sterben. Erschieß ihn doch. Mit irgendwas erschieße ich ihn doch einfach. Alter, ich bin fast tot. Ich muss kurz in Deckung. Ich bin tot. Ich bin ins Feuer reingerannt. Wie dämlich bin ich? Ich will nicht sterben. Alter, bin ich schlecht. Egal. Er ist ja hier. Oh, er ist auch fast tot. Ihr seht, schwer kann sehr schnell eskalieren. Er hat aber seine Heilfähigkeit aktiviert. Das heißt, wir haben jetzt wieder Leben. Da kriegen wir ja, wir kriegen eh schon Verstärkung von dem hier. Killzone. Der hinten bluten auch. Bin verletzt. Ich sollte vielleicht meine Munition nachfüllen. Ich habe nicht mehr so viel. Ach du Scheiße, die schießen immer noch auf mich. Regt euch ab. Friendly. We are friendly, guys. Oh, da oben sind Scharfschützen, die machen also den ganzen Schaden. Kommt raus. Erstmal daneben schießen. Ich würde sagen, vorrücken, während sie. Oh, die brennen. Das muss ich ausnutzen. Ich habe auch gerade mein Equip gezeigt, was ich habe. Wie ihr seht, das kann ich ja jetzt nochmal zeigen. Ich habe alles auf lila bis auf das hier. Deshalb eine lila Mod drauf. Und ich habe bereits meinen Handschuh auf High End. Und wie ihr seht, mein. Die eben diese Waffe hier. Dann habe ich noch das Scharfschützengewehr und eben diese Pistole. Ausrüstung nehme ich wiederum alles mit. Sie ist auf der anderen Seite des Hofs, aber sieht so aus, als wäre der direkte Weg versperrt. Sie müssen einen anderen Weg finden. Auf jeden Fall, die Zwischensequenzen funktionieren auch wieder. Und ich wollte eben. Ich sammle das Ganze eben ein. Ach. Ja, lass mich nochmal ausreden. Auf jeden Fall ist das jetzt eben so, dass. Ach, wieso schießen die denn? Ich wollte kurz was erklären. Egal. Oh toll, hier ist eine Brandgranate in Deckung. Scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Geht einfach mal hier hin. Auf jeden Fall seht ihr, wir gehen schon ganz schön ab. Alte Explosion. Mich auch geheilt. Ich schalte mal das Geschütz aus. Da hinten kommen noch mehr. Ich gehe aber erstmal auf den Schwachen. Jetzt auf den Starken. Ich bin da. Ich habe kurze Zeit nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder in die Jogging reinkommen. Ein Part. Amherst ist der Erzeuger des Virus. Es muss Hinweise dafür geben. Solche Leute zerstören die Beweise für ihre Taten nicht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt alle Ausrüstung immer noch mit, da man die zerlegen kann und ich dafür Teile bekomme für legendäre Waffen, so wie
beziehungsweise High-End-Waffen, so wie ich das gerade habe, diese MP. Es gibt nicht noch eine bessere. Muss man sich wiederum mit Phoenix-Credits kaufen. Vielleicht wurden sie auch geplündert, aber Plünderer suchen nicht nach Dokumenten oder Festplatten. Und wenn sie Glück haben und Amherst dort vorfinden, bringen sie ihn mit. Dann kann ich ihm ein paar Fragen. So viel Glück haben wir nicht. Haben wir nie. Man wird ja noch träumen dürfen. Auf jeden Fall. Brauche ich das eben, um solche Waffen zu bauen. Die Baupläne dafür kann man kaufen mit Phoenix-Credits. Phoenix-Credits sind... Ich hoffe, Sie haben was zu suchen. Es hat höchste Priorität, also schicke ich Ihnen einen Helikopter. Aber Sie müssen das Dach sichern, bevor er landen kann. Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Bringen Sie die Beweise sicher zurück. Hauptschiff hier raus. Auf jeden Fall... Wie heißt es? Brauche ich jetzt eben, um Waffen zu bauen. Es gibt Phoenix-Credits. Phoenix-Credits kriegt man durch Spezialmissionen. Es gibt 3 pro Tag, die man auf einmal auf schwer, so wie wir gerade hier spielen, durchspielen muss. Und eine auf eben herausfordernd. Und herausfordernd, da sind alle Gegner Elite. Die hier, das hier sind starke, die gelben sind Elite. Das sind alle gelb. Alle. Und man hat schon Glück, wenn die ja nicht instant killen. Das hier habt ihr ja gerade schon gesehen. Wir sind ja auch gerade fast verreckt. Ist schon halbwegs hart. Aber das ist noch härter. Übrigens, die Abstimmung läuft noch, was ich rausbringen soll für die Spiele. Das heißt, ich werde bis, obwohl an dem Tag, wo das Video rauskommt, läuft sie dann noch. Obwohl, dieses Video müsste ich eigentlich einen Tag später rausbringen, wo ich es aufnehme. Ach. Das Dach muss gesichert werden, damit wir die Beweise ausfliegen können. Ja, auf jeden Fall, die reden ganz schön viel. Ich will mal kurz was sagen. Ja, und das klappt gar nicht. Auf jeden Fall werde ich eben versuchen, den einen Tag bevor ich es aufnehme hochzuladen, und dann den Tag müsste die Abstimmung eigentlich ihren letzten Tag haben. Ich habe das Infovideo hochgeladen, was trotzdem noch zu wenige Leute angesehen haben. Und einem anderen Video wollte jemand, dass ich Star Wars spiele, unter einem Video GTA, und der andere wollte eben The Division, quasi Gleichstand. Und wenn ich alle 3 Videos gleichzeitig haben will, muss ich erstmal eins pausieren, egal welches. Ich muss es pausieren, sonst entscheide ich welches. Nämlich, es ist sehr wichtig, dass ich eben hier genug... Ach. So, bist du jetzt fertig mit dem Reden? Hier unten heile ich mal. So ist er schon, der Helikopter. Und die Scharfschützen sind ganz schön heftig. Ich sehe sie vor allem gar nicht. Den erstmal angesenkt. Sind sie denn? Ah, da ist einer. Verflucht daneben. Verflucht daneben. Verflucht daneben. Headshot. Nachladen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich rücke vor. Ich glaube, wir müssen uns einfach ranhängen. Das mache ich dann am besten. Vorausgesetzt, ich kann das. Ich kann's. Ja, lass dir ruhig Zeit. Der Typ mit dem Flammenwerfer ist freundlich. Ich hätte meine Fähigkeit aktiviert. Wieso? Scheiße. Aber er belebt mich wieder. Ich wollte meine Fähigkeit noch aktivieren. Dann kann ich sie eben aktivieren. Und wir müssen weg hier. Ach du Scheiße, weg hier. Ich sehe nur noch Feuer. Überleben die das? Ach, müssen sie. Ja, haben wir ganz gut hingekriegt. Die Scharfschützen sind ganz schön nervig. Also ich habe die Mission ja schon alleine vorgespielt, weil ich eben die Story von The Division weitermachen wollte, damit ich eben auch bessere Waffen habe. Und so. Und momentan ist das eben hier... Ja, das Resultat daraus, dass ich das hier alles schon mehrmals gespielt habe. Alter, wieso habe ich ja Scharfschützen gewählt? Ich will das hier. So, mal sehen, ob ich da hochklettern kann. Oh shit. Hasse die Flammenwerfer so dermaßen. Natürlich sind die alle legendär. Wieso? Wieso müssen alle Feinde so übertrieben sein? Elite heißen die. Mann. Komm schon. Halt still. Jetzt erschieße ich dich von hinten. So, geschafft. Geht doch. Das ist ja schon der Boss. Wogan. Auf jeden Fall denke ich, dass es so ausgesprochen wird.
Ist auch ein Scharfschütze. Und Wogan ist weg. Hat dieser Loot gedroppt. Komm schon. Na, natürlich. Direkt auf mich. Ich gehe in Deckung. Hat man auch gesehen, der hat 2 Phoenix Credits fallen gelassen. Und eben die Ausrüstung, aber die ist nicht so wichtig wie die Phoenix Credits. Und von Phoenix Credits für 128, was glaube ich, nee, 100, ich glaube 31, nee, 81 oder so, kann ich mir eine bessere Waffe kaufen. Momentan kann ich das ja mal zeigen. Ich habe momentan 93, das dauert extrem lange. Und ja. Der Heli mit den Beweisen ist unterwegs zum Hauptquartier. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren, aber ohne ihr Eingreifen wären es noch viel mehr gewesen. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Danke. So, dann sage ich mich noch kurz ab, verlasse das Gebiet. Dann würde ich sagen, ist der Part zwar kurz gewesen, aber dann beende ich den. Und lade dann den morgen oder so hoch. Obwohl, ich kann hier ja mal trollen. Wenn ich hier lang gehe, schieße ich einfach hier drauf. Na, jetzt brennt er. Wer jetzt denkt, das war gemein, das ist immer so, dass ich ihn so ein bisschen ärgere. Und ja, den heile ich mal kurz. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss!